Herzlich willkommen bei Schädlings-TV in der Rubrik Hilfe, ich habe Schädlinge. In dieser Rubrik stelle ich ein konkretes Problem vor und gebe Tipps zur Selbsthilfe. Heute geht es darum, was kann man tun, wenn man Mäuse in der Wohnung hat? Mein Name ist Björn Kleinlogl, ich bin Diplombiologe und arbeite seit 1996 als Schädlingsbekämpfer. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Kleindogel GmbH aus Darmstadt. Wir machen Taubenabwehr, Holzschutz und Schädlingsbekämpfung in einem Radius von 100 Kilometer rund um Darmstadt. Doch nun zurück zum Thema. Was kann man tun, wenn man Mäuse in der Wohnung hat? Zunächst einmal sollte man schauen, was die Mäuse in der Wohnung zu fressen finden und alle Lebensmittel und alle potenziellen Nahrungsquellen entfernen. Dann sollte man schauen, wo leben die Mäuse eigentlich? Woher kommen sie? Wohin verstecken sie sich? Und den Mäusen möglichst alle Versteckmöglichkeiten nehmen, indem man zum Beispiel, wenn sie in einen Schrank hineingehen, diesen Eingang so abdichtet, dass sie nicht mehr hinein können. Oder wenn sie an einem Rohr in die Installationswand entwischen, dass man hier vielleicht ein Drahtgeflecht in diese Öffnung hineinstopft, sodass sie da nicht mehr hinein und hinauskommen. Wenn Sie dann Mäuse noch in der Wohnung haben, sollten Sie zunächst versuchen, sie mit Schlagfallen zu fangen. In dem Moment, wo die Mäuse nichts anderes zu fressen finden, gehen sie gerne an das, was sie in der Falle anbieten. Und es empfiehlt sich, genau das zu nehmen, was die Mäuse vorher in der Wohnung gefressen haben. Also zum Beispiel, wenn sie an der Schokolade waren, könnte man ein Stückchen Schokolade in die Mausefalle tun. Wenn sie sogar an Brot oder Käse oder Wurst gekommen sind, dann kann man auch diese Lebensmittel in der Falle platzieren, sodass die Maus davon angelockt wird. Wenn sie dann nichts anderes findet, geht sie wahrscheinlich schnell in die Falle. Sollten die Mäuse nicht in die Falle gehen, müssten Sie als nächstes die Fallen anders platzieren. Beobachten, wo die Mäuse langlaufen, die Fallen vielleicht auf die Laufwege, an die Laufwege stellen, damit die Mäuse den Köder in der Falle schneller finden. Erst wenn das alles nicht hilft, können Sie versuchen, Köder aufzustellen. Sie bekommen in Bau- und Gartenmärkten Köder zu kaufen. Das Problem bei Ködern ist immer, sie sind auch für andere Tiere und für den Menschen gefährlich. Und die Maus muss überhaupt den Köder erst einmal mögen und sie muss ihn auch fressen. Nur dann kann er wirken. Wenn die Maus also Konkurrenznahrung hat und andere Sachen frisst, wird sie nicht an den Köder gehen und dann nützt es auch nichts, ihn aufzustellen. Also sollten Sie Köder kaufen, müssen Sie damit sehr sorgfältig hantieren. Und sicher gehen, dass nicht Kinder oder Haustiere oder Nicht-Zieltiere mit dem Köder in Berührung kommen. Die weitere Problematik bei dem Einsatz von Köder ist, dass sie dann tote Tiere haben. Die Maus stirbt nicht sofort neben dem Köder, sondern mit einem Zeitverzug von 5 Tagen. Das heißt, sie stirbt irgendwo in ihren Verstecken und sie kommen gar nicht an den Kadaver dran. Das könnte ein Geruchsproblem in Folge verursachen. Das heißt, die anderen beiden Maßnahmen, Schlagfalle und Abdichten von Versteckmöglichkeiten, sind die günstigeren, besseren Methoden, weil sie dann nicht die Geruchsprobleme haben und weil sie dann nicht die Gefahr der Köderanwendung haben. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen geholfen. Sollte Ihnen der Beitrag gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn mit einem Daumen nach oben markieren. Und wenn Sie weitere Informationen über Schädlinge haben möchten, abonnieren Sie doch meinen Kanal. Auch das würde mich freuen. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.